Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Und wir haben eigentlich ein relativ... Ja, die Quest ist relativ übersichtlich gestaltet, sehe ich gerade. Triff dich mit Claptrap, deaktiviere die Barriere, zerstöre den Bunker, öffne die Sicherheitstür, klaue den Kammerschlüssel. Klingt einfach. Da vorne ist die Barriere. Da vorne ist Claptrap. Und da oben müssen wir hin. So viel will ich verraten. Dann machen wir uns mal auf den Weg, das könnte ein bisschen dauern. Stehen nur noch kurz ein paar Psychos zwischen uns. Brick hat ja gesagt, die knallen uns weiterhin ab, weil sie dumm sind und so. Das war ein Mini-Goliath, oder? Der ist durch. Ups. Ich würde es eigentlich gern vermeiden, Schaden am Leben zu nehmen. Hört gut zu klappen. Ach, scheiße. Psychos. Und normaler Psychos. Der Tod, der Tod. Der nicht tot, doch der Tod. Okay, das reicht. Hier waren wir ja schon mal. Und hier sind doch sofort wieder ein paar Lauder. Großartig. Davon werden wir, glaube ich, heute mehr als genug sehen. Schade, dass wir keine Kobra-Waffe dabei haben. Ist aber gar nicht so schlimm, weil, ehrlich gesagt... Das Schock-SMG wird, glaube ich, so übriges tun. Und was dann quasi am Schock-SMG nicht reicht, haben wir immer noch das Assault Rifle. Das ja einfach mal ultra viel Schaden macht. Das ist die stärkste Waffe bisher, Alter. Ja gut, Panzerfaust zählt jetzt nicht. Aber halt Assault Rifle ist stärker als ein Sniper. Das ist schon nicht schlecht. Und ich sehe gerade, der Kopf ist auf der Gegnerseite. Verdammt, ich dachte, das wäre unser Kopf da. Und du willst sterben, hab ich gehört. Auch noch Ionlauder. Ich kann auch nicht merken, dass die Ionlauder immun gegen Schock sind. Da muss ich noch aufpassen. Ich treff grad sehr gut. Versenkt. So, war es dann langsam mal. So. Ich raste jetzt aus. Ach, scheiß drauf. Das ist mir jetzt zu blöd. Claptrap, wo bist du? Dankeschön. Copter sind zu dir unterwegs, Slap. Was mir dazu einfällt, Copter, wieso ist er nicht die ganze Zeit außen rum geflogen? Wenn doch, also Bricks Copter soll uns ja gegen den Bunker helfen, bedeutet... Du hast es über die Sicherheitsmauer geschafft, ja? Das ist... Natürlich wird der Bunker dich trotzdem auslöschen, aber... Also mit Bricks Copter sollen wir ja auf jeden Fall eine Chance gegen diesen Bunker haben. Ach, Jetloader. Was ist neu hier? Finde ich eigentlich ein bisschen komisch. Weil Bricks Copter ja auch so schon den Bunker hätten angreifen können und die Mauer ja quasi auch hätten umgehen können. Die geht immerhin nie, hält nur Fußsoldaten ab. Ich meine, ja, sie wären nur noch nicht durch die Tür durchgekommen. Das heißt, auch mal scheißegal. Ich bin mir nämlich sicher, dass vor dieser Tür noch eine Kiste mit Beute lag. Und wenn Brick einfach Bock auf diese Beute gehabt hätte. Nö, mal drüber nachdenken. Das ist gerade dieser... Ach du Scheiße, das werden gerade doch ein bisschen zu viele. Ich verzieh mich. Ah,
Hyperion-Soldaten, sehr schön. Die haben die gleiche Fähigkeit wie Ronin, sie können ein Geschütz absetzen. Dann würde ich gleich wieder benutzen eigentlich, aber ey. Waren das die Soldaten? Irgendwelche Hyperion-Truppen konnten manchmal ein Geschütz absetzen. Ich habe gerade im Kopf, dass es die Soldaten waren. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Ja, fuck, ganz flach da. Das musste ja passieren. Ich stehe die ganze Zeit ziemlich blöd rum. Ja, Apirin-Geschütz. Die Soldaten waren's. Alter. Ich aber auch gerade aufs Maul. Naja, kein Wunder, es sind viele Soldaten. Bin ich gerade schwache. Und ich merke, dass mir das Assault Rifle nicht viel bringt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die alle eine Panzer haben, die Menschen hier. So. War's das endlich? Naja, der ersten Welle. Eieiei, das könnte eine Weile dauern. Ich habe noch vor dem Party überlegt. Wie lange werde ich wohl brauchen, bis ich oben bin? Sei vorsichtig, Slab! Meine Jungs sehen haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker. Ich weiß, du schaffst das! Lass dich nicht von den Mörsern treffen, Slab! Ich habe es überlegt, ich könnte es vielleicht in zwei Parts schaffen. Aber wenn ich jetzt gerade schon sehe, wie viele Gegner das waren, glaube ich, dass es eher drei werden. Ich kann das mal sehen. Die scheinen mich ja auch zu ignorieren. Die werden dir keinen roten Teppich ausrollen. Vielleicht solltest du die Geschütze an den Türmen zerstören, damit sie die Tür öffnen. Ich weiß nicht, wieso sie deswegen die Tür öffnen sollten, aber es wäre viel schlauer, sie zuzulassen, wenn ich nicht reinkomme. Oh fuck. Ich sterbe wieder. Oder auch nicht. So, ja, wo ist der andere? Ich hasse Surveyor, ich kann die so schlecht treffen. Ah, verdammte Gegner. Alter, selbst wenn die auf mich zutreffen, zu viel nicht zu blöd, die zu treffen. Verdammt, Badass Constructor. Ist das der erste, den wir sehen? Ich bin gerade nicht sicher. Los hier. Da ist die Kiste. Das einfachste ist, den Constructor zu killen. Bevor man da hochrennt. Damit man sich halt eine ganze Menge Gegner sparen kann. Die Raketen dagegen sind ein kleines bisschen ungünstig. Ja, aber auch gleich wieder. Und ich bin tot. Und ich habe keine Muni mehr für mein SMG. Überrascht mich nicht. Ich verschieße ziemlich schnell Muni für mein SMG. Was ist das denn da? Kaputt. Ich hätte doch vielleicht die SMG-Muni auffressen sollen, bevor ich hier hin bin. Muss ich halt ein bisschen mit Granaten und meinem Assault Rifle arbeiten. Ah, geht auch so. Das Assault Rifle macht zwar an gepanzerten Gegnern etwas weniger Schaden, aber das macht trotzdem immer noch gut Schaden. Da
nach hinten, um hier in oder so zu erwischen. Können wir hier die Ockerbombe nachladen. Okay, das war's mit denen. Und da liegt schon ein Riesen auf meinem Boot. Die hat natürlich der Bertisloader zurückgelassen. Komm schon! Ach, das ist ein Sniper. Ich höre nicht, was das für komische Schüsse sind. Gut, dass Hyperion Sniper hier noch nicht so stark sind. Ich glaube, es war ein Warenkammerjägermodus, wo die mich ziemlich zerlegt hatten. Weil die da, One-Hit-Kills schaffen können. Oder zumindest im Tour jetzt. Das ist gar nicht mal so nett, wenn die Gegner das auch können. Aber halt in gewisser Weise auch wieder logisch, weil warum sollten die Gegner gerade mit Snipern nicht auch auf deinen Kopf schießen können, was dich dann umhaut. Klingt logisch, ist es auch. Ist trotzdem scheiße. So, alles tot. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Muni. Ständig festhänge. So. Wie weit ist es noch? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, sogar einigermaßen. Wir sind zumindest, dann schaffe ich das ja vielleicht doch in zwei Parts. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Dann scheiße ich aus Held, sondern bring dich trotzdem um. Ist das ein Plancheck? Slap, du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. So, da, Müll und nochmal Müll. Genau. Wow, das ging jetzt plötzlich schnell. Genau, The Bunker. Bunker? Bunker, ne? Ich glaube, im Englischen wäre es dann Bunker. Schau nach oben, Slap! Meine Copter kommen! Das ist schön, ich lade sich jetzt halt auch nochmal alles nach. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Die dezimieren deine Luftunterstützung! Darf ich bitte vorher erstmal einen Burmuni kaufen und Schrott verkaufen? Und davon brauche ich einen ganzen Muni. Und davon. Genau, was nützlich ist. Die Kiste, aber. Ja. Könnte man vielleicht mal kurz voll heilen. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Richtig. Und das wird jetzt ein Kampf, der durchaus ein bisschen dauern könnte. Der Bunker ist nämlich gar nicht so einfach. Schluss mit lustig, Kinder. Rick und seine Versager könnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Ich gebe zu, dass der Bunker nicht gerade schwach ist. Also erstmal Geschütz kaputt machen. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger. Das müssen sie erstmal vollständig spawnen. Also jetzt ein bisschen blöd, wenn ich warten muss, bis die Geschütze neu spawnen. Hey, die vergesse ich auch jedes Mal wieder. Meine Jungs haben Nachschub für dich. Such nach dem Copter mit einem weißen Signallicht. Die Snaps werfen auf der zentralen Plattform Munition ab. Genau. Diese Copter, die so weiß leuchten, schmeißen Muni für uns hin. Logisch, damit man hier nicht die ganze Zeit immer zum Shop zurückrennen muss, um welche zu kaufen. Und das könnte jetzt hier ein kleines bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Abgesehen von den 10.000 Lauder müssen wir erstmal diese ganzen Geschütze killen. Nein, dieses. So, was? Ah, das sind die Laser wieder. Die Warnung kommt ja früh.
Eieiei, explodiert wieder. Ah, stimmt, Medikits kann ich auch abwerfen. Die wirken sie, glaube ich, dann immer hier draußen ab. Ui. Ich dachte, Break End stimmt nicht mal. Au. Abgesehen davon, dass ich die ganze Zeit ganz schön hart getroffen werde. Gleich erstmal auf konzentrieren, nicht zu sterben, wollte ich gerade sagen. Und noch ehe der Satz beendet war. Ja, ne? So blöden Laserstrahlen. Wo sind die Geschütze? Ach, sind wir jetzt bei den Geschützen angekommen, die... Ja, da ganz hinten sind. Schütz, was glaube ich gerade steht, ist komplett da außen rum. Irgendwo da ganz hinten. Ich bin draußen im Ring, Brick. Ja. Kann ich auch gerade mal nachladen. So, ach, da ist es. Keine Automatikgeschütze mehr. Ja, jetzt noch die ganzen Loader killen, oder? Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tut mir einen Gefallen und stirb. Oh, ja. Mist. Der Bunker hat abgehoben, Sets. Jetzt wird's schmutzig. Genau, das ist auch das Problem quasi an dieser Stelle. Der Bunker ist nämlich ja, widerstandsfähig. Ich weiß nicht, spawnen die Bots hier noch neu? Ich glaube schon. Ich sehe die Raketen. Stimmt, da haben wir auch noch ein paar Schütze. Die können wir noch ausschalten. Wenn man trifft. Auch gut. Ja, so viel Schaden nimmt er gar nicht. Wahrscheinlich hat er das letzte Mal einfach nur eine deutlich schlechtere Waffe. Ich meine, die Waffen, die wir jetzt haben, macht glaube ich 300 Schaden. Das ist, ich glaube, der Schaden, den ich bei meinem ersten Playthrough ohne die Goldkiste, hatte ich glaube ich am Ende 300 Schaden. Ich brauche gerade keine Munition, aber danke, Brick. Ich guck lieber wieder mal, wo diese sind. Autsch. Ich nehme Munition und ich sehe gerade die Typen spawnen sowieso die ganze Zeit nur nach. Dann ist es egal. Wo ist Bunker? Ach so. Der hat wohl so ähnliches wie Mörser. Brick, deine Warnung kommt ein bisschen spät. Ich hab's längst selbst gemerkt. Ist der denn, Alter? Ah, da ist er. Ja, der fliegt oftmals ziemlich weit weg. Zerstöre die Automatikgeschütze aus dem Bunker! Hm, okay. Der geht noch kurz in die Entdeckung der Bunker, dann krieg ich so eine Box. Nur solange er da steht, ist es mir scheißegal, was er mit Mörsern schießt. Was? Verdammt, keine Muni mehr. Warum nicht mal die größeren Geschütze ausmachen? Ein Ball, die Sicherheitshalber. Der ist gleich hin. Noch ein Angriff von mir, dann ist er im Arsch. Ist der Bot, der hier angeblich steht? Scheiße! Ist das eine Mordskanone? Kaputt.
Bunker sind. Und es hat sogar noch in die 20 Minuten reingepasst. Jetzt, da der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Nö, Angel. Das wird bis zum nächsten Part warten müssen. Außerdem sammle ich jetzt erstmal das ganze Zeug hier ein. Alter, Iridium, Geld, Muni und Waffen. Was will ich denn mehr? Richtig, noch mehr Geld, Muni, Iridium und Waffen. So. Haben wir weitgehend alles. Eine ganz schöne Menge weißer Waffen fallen lassen. Gut. Dann würde ich mal sagen, das nächste Mal sind wir bei Angel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nur in einem Part hier schaffe. Ich hätte gedacht, ich spreng mich erstmal selbst in die Luft. Genau. Ich hätte gedacht, das dauert länger bis hier oben. Hat's aber nicht. Sehr gut. Und wieder um, ich laufe mal eben zum Shop. Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere zur Rückseite des Controller-Cards hoch. Wir treffen uns drin. Wieso kletterst du hinten hoch und ich gehe vorne hoch? Hättest du nicht einfach mitkommen können, Roland? Wäre das nicht irgendwie einfacher gewesen? Nee. Na gut. Das war's erstmal für heute. Ich verkaufe jetzt erstmal Stuff. Bis zum nächsten Mal. Ciao.